Einzugsbereich ist der Elbe im Altelbarm zwischen Zschieren und Tolkewitz sowie Umgang mit Kleingärten in diesem Bereich. Eine Vorlage des Geschäftsbereichs Umwelt- und Kommunalwirtschaft. Frau Kollegin Jeningen wird zu Beginn kurz in die Vorlage einführen. Es gibt dann ein beantragtes Rederecht für Herrn Thomas Fischer, Vorsitzender Kleingartenverein Salzburger Straße e.V., der als nächster rankommt. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Dort beginnt die SPD-Fraktion zu diesem Tagesordnungspunkt. Frau Jeningen, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, ich hoffe, der Saal füllt sich noch vollständig, denn jetzt geht es um den Hochwasserschutz und die Kleingärten im Altelbarm. Mit dieser Vorlage, und darauf freue ich mich, sollen und wollen Sie heute endlich über das Ergebnis eines langen Prozesses entscheiden. Sie war ja wegen der pandemiebedingt kurzen Stadtratssitzung in den letzten Monaten vertagt worden. Der Inhalt ist aber unverändert und aktuell geblieben. Auch wenn hier das Thema Hochwasser in Großbuchstaben drüber steht, ist es eigentlich mehr als ein fachliches Konzept. Es ist das Ergebnis einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung, unzähliger Abstimmungen mit vielen Flächennutzern, Betroffenen, Firmen und Institutionen, die die Situation im Gebiet beeinflussen und betroffen sind. Thematisch reichte das vom Straßen- und Brückenbau über Landwirtschaft, Sport und eben Kleingärten bis zur ökologischen Gewässerentwicklung und zum Naturschutz. Das Konzept, das Ihnen jetzt vorliegt, soll zum einen inhaltlich und räumlich konkret die Ziele aufzeigen, wohin sich der Altelbarm aus Sicht seiner Hochwasserbetroffenheit entwickeln soll und kann. Es zeigt aber auch Wege, das praktisch und flexibel mit den Betroffenen anzugehen. Grundsatz ist dabei, die ohnehin stattfindende Entwicklung im Gebiet zu begleiten und in einer hochwasserangepassten Entwicklung zu unterstützen. Dass das praktisch funktioniert, haben die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner im Altelbarm bereits in beeindruckender Weise gezeigt. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den Behörden wurde parzellenkonkret besprochen, wie die Umsetzung des Konzeptes für jede Anlage aussehen kann. Nur für wenige Kleingärtenanlagen sind die Gespräche noch nicht abgeschlossen. So wurden zum Beispiel für die Anlagen Berchtesgadener Straße und Elbtal 2 bereits gemeinsam Lösungsansätze erarbeitet. Und die untere Wasserbehörde konnte in den vergangenen Wochen, trotz Corona, 44 bisher nur befristet zugelassenen Kleingärten die dauerhafte Weiternutzung ihrer Lauben ermöglichen. Nur für 3 Kleingärten mussten Möglichkeiten zur Verlagerung gefunden werden. Mit dem vorliegenden Beschlussantrag ermöglichen Sie es, wenn Sie zustimmen, liebe Stadträtinnen und Stadträte, weiteren Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern das Konzept freiwillig und aktiv umzusetzen. Die finanziellen Mittel sind im Haushalt eingeordnet. Und es geht jetzt nun darum, im bestehenden Förderprogramm auch Parzellen bereitzustellen für diejenigen, die in weniger problematische Bereiche wechseln wollen. Sie geben mit Ihrer Zustimmung zum Konzept allen im Altelbarm Aktiven eine Leitlinie zur hochwasserangepassten Gestaltung und mit der Anfassung des Förderprogrammes zudem den Kleingartenvereinen die Grundlage, das Konzept für ihre Anlagen auch aktiv umzusetzen. Ich möchte mich hier auch beim Stadtrat selber, bei allen Fraktionen für die intensive Diskussion bedanken und für die intensive Zusammenarbeit mit Ihnen und mit den Sachverständigen im Kleingartenbeirat. Wir stehen, und das möchte ich als Stadtverwaltung nochmal ausdrücklich für den OB sagen, hinter diesem Konzept. Wir wollen es unverändert umsetzen und wir haben im Haushalt auch die Mittel dafür. Also bitte stimmen Sie heute zu. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich darf dann Herrn Fischer nach vorne bitten. Seien Sie herzlich willkommen. Das Mikrofon, das Rednerpult steht Ihnen die nächsten 5 Minuten zur Verfügung. Ich hier, wer hätte das gedacht? Verehrte Anwesende, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Fischer. Ich bin seit 2014 im Vorstand und seit 2015 Vorsitzender des KGV Salzburger Straße, einem Verein, wie er besser nicht funktionieren könnte und welcher stetig Nachfrage, vor allem von jungen Familien mit Kindern, nach Mitgliedschaft, sprich freien Gärten, hat, auch vor Corona schon. Anfang 2018 erreichten uns die ersten Konzeptvorstellungen zum Hochwasserschutz im alten Elbarm, damals eine völlig unvermutete Hiobsbotschaft, da beinahe ein Drittel unserer 269 Gärten bzw. deren Verbleib von heute auf morgen infrage gestellt wurde. Innerhalb des Vereins hielten wir dieses Thema nach außen hin bewusst klein, um unnötige Panik und Kündigung zu vermeiden, was uns sehr gut gelang. Wir hatten bzw. haben alle Gartenfreunde bis heute hinter uns stehen. Es folgten unzählige Gespräche und Diskussionen, um dieses komplexe Thema überhaupt verstehen zu können, zig Vor-Ort-Termine, speziell mit dem Grünflächenamt, Teilnahme an diversen Beiratssitzungen und so weiter und ein sich ewig hinziehender Rückbau eines Streifens im Flutgraben an unserer Anlage 1. Und nun die erneute Herausforderung mit der kompletten Aufgabe von ca. 20 Gärten in Anlage 2 und den damit teilweise verbundenen Umzügen, alles im Ehrenamt übrigens. Ich denke, ich muss Ihnen nicht erklären, wie mich dieses Thema persönlich seit 2018 stresst und mich einige Nerven kostet, zulasten meines Privatlebens und Zeit für den eigenen Garten samt Familie. Jetzt habe ich mich verzettelt. Konnten wir mit dem Rückbau eines Streifens an Anlage 1 diverse Gärten retten, steht nun plötzlich auch mein eigener Familiengarten für Anlage 2 auf der Agenda, mit welchem ich allerdings nun als Beispiel vorangehen und innerhalb der Anlage umziehen möchte. Unter den Augen der mit mir betroffenen Gartenfreunde, welche alle über die Situation aufgeklärt wurden und vom Verein innerhalb der nächsten Jahre die nächsten frei werdenden Gärten für einen Umzug angeboten bekommen oder altersbedingt aufgeben können. Am schwersten war allerdings meine Frau davon zu überzeugen, wie auch immer mir das gelang. Umso mehr freut es mich, respektive uns, dass heute nun die Weichen für diese Umsetzung des Konzepts für unseren Verein gestellt wurden und der weitere Werdegang hoffentlich zügig abgehandelt wird. Schlussendlich möchte ich mich noch beim Grünflächenamt, namentlich bei Frau Erhardt, Herrn Seifert und Herrn Alzer, für die dann doch sehr konstruktive Zusammenarbeit bedanken, welche unser anfängliches Unverständnis für das Konzept auf ein gewisses Maß reduzierte und uns letztendlich doch noch mit einem lachenden und einem weinenden Auge zusammenkommen und eine für beide Seiten respektable Lösung finden ließ. Mein Dank gilt auch ein, zwei hier in der Runde anwesenden befreundeten Personen und nicht zuletzt meiner Familie für deren Unterstützung zum Thema. In der Hoffnung auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit der Stadt Dresden, vor allem aber bald möglichst ruhigere Zeiten, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich mit dem Slogan unseres Vorstandes: Wir tun, was wir können, um es zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fischer. Wir steigen nunmehr in die Fraktionsrunde ein. Für die SPD-Fraktion Frau Frohwisser, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, sicherlich im Stream. Das ist eine Vorlage, die in der Ausschussberatung eine deutliche Mehrheit hat. Ich gehe heute hier trotzdem noch mal an das Mikrofon. Es fällt mir ja fast schwerer, in nur fünf Minuten über Kleingärten zu reden, als in nur 5 Minuten über Schulen zu reden, Herr Fischer. Ich glaube, das wird nie aufhören, das wissen Sie genauso gut wie jeder andere Kleingärtner und jede andere Kleingärtnerin, dass man immer viel zu tun hat, aber ich wünsche Ihnen in der Tat, dass Sie die zusätzlichen Belastungen hoffentlich bald los sind. Ich habe jetzt deswegen hier nochmal den Weg zum Mikrofon gesucht, weil wir 2015 hier gemeinsam eine, wie ich damals fand, extrem harte, stellenweise auch sehr unfaire Diskussion über die Vorlage zu dem Thema Umgang mit den Kleingartenanlagen im Abflussbereich der Elbe hatte und ich mich wirklich sehr dafür bedanken möchte, dass in den letzten 5 Jahren, diese 5 Jahre waren für viele der betroffenen Kleingärtnerinnen und Kleingärtner eine unglaublich lange Ewigkeit der Unsicherheit, Es gibt in anderen Sparten, nicht wie beim Herrn Fischer, natürlich Leute, die, insbesondere ältere Leute, die in der Zwischenzeit aufgegeben haben, weil man sich überlegt, jede Blume, die man in die Erde gräbt, jeden Baum, den man vielleicht pflanzen will, wenn man nicht sicher weiß, dass man bleiben kann, ob man das eben noch tut oder nicht. Die Bürgermeisterin hat gerade ja schon darauf hingewiesen, was das für ein Weg gewesen ist jetzt hier zu dieser neuen Vorlage, wie gesagt, die ich sowohl den Weg als auch die Vorlage selbst ausdrücklich nochmal begrüßen möchte. Ich möchte der Stadtverwaltung an dieser Stelle ausdrücklich danken. Ich möchte Ihnen als Fraktionen, die Sie damals in der Debatte, als wir einfach nur beantragt haben als SPD-Fraktion, dass man an die damalige Vorlage noch anhängen möge, dass die Verträge, die mit den Vereinen jeweils ausgehandelt werden, und damals ging es vor allen Dingen um Abriss von Parzellen und weniger um Umgestaltung, so wie in der jetzigen Vorlage, in den Gremien jeweils nochmal vorgelegt werden und gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kleingartenvereine besprochen werden können, wie heftig zum Teil die Diskussionen hier waren. Ich bin da sehr, sehr froh, dass mittlerweile ein so breites Umdenken sowohl in der Stadtverwaltung, auch als hier im Rat eingetreten ist, dass eben diese Kleingärten, insbesondere dort im Altelbarm, nicht irgendwie böse Hindernisse und Gegner von Hochwasserschutzmaßnahmen sind, sondern dass das zusammengehören kann und dass das auch sehr gut zusammen funktionieren kann durch notwendige Umgestaltungen, aber eben nicht durch Abriss. Und das haben wir insbesondere natürlich den vielen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern, den Vereinsvorsitzenden und ihren Mitstreiterinnen zu verdanken, die die ganze Zeit nicht locker gelassen haben, die eben nicht aufgegeben haben. Das war ein unglaublich hoher Druck damals. Da wurde Geld in Aussicht gestellt, das man nehmen konnte, um die Parzelle zu verlassen. Und auf der anderen Seite stand zumindest die Angst, wenn das Programm mal auslaufen würde, steht man da und sitzt sogar noch auf Abrisskosten. Manche haben nachgegeben, die allermeisten sind dran geblieben, sind nicht müde geworden, die Fraktionen immer wieder einzuladen und vor Ort einzuladen. Und insofern herzlichen Dank, dass Sie da so intensiv und so ruhig und gelassen auch bei der Sache geblieben sind. Wir haben damals in den Umweltausschuss den Vorsitzenden von Elbtal 2, das ist in dem Beritt dort im Altelbarm die größte Kleingartensparte, eingeladen gehabt, der damals schon sehr dafür geworben hatte, dass man eben vieles umgestalten kann, dass man, die haben das inzwischen ja auch vollzogen, einen Gemeinschaftsgarten einrichten kann, den Schulen in der Umgebung besuchen können, die haben sogar eine Minigolfbahn gebaut und sagen dort mittlerweile bei Elbtal 2, unser Problem ist nicht das Hochwasser, mit dem Hochwasser leben wir schon lange, unser Problem sind die Wildschweine, die dort alltäglich durch die Sparte flügen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass mit dieser neuen Vorlage uns das jetzt wirklich auch gut gelingen wird, dass wir alle da an dem Punkt angekommen sind, zu sehen, diese Kleingartensparten, auch im Altelbarm, gehören zu einer lebenswerten Stadt und wir ziehen gemeinsam an einem Strang, auch dort an dem Strang des Hochwasserschutzes. Wir erleben dort in diesen Kleingartensparten, wie bunt und vielfältig die mittlerweile sind, wie viele junge Familien sich dort angesiedelt haben. Aber um eines möchte ich Sie alle hier im Raum, sowohl in Abwesenheit den Oberbürgermeister als auch die Stadtverwaltung insgesamt und auch uns als Stadträtinnen und Stadträte bitten, was die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner dort im Altelbarm uns jetzt entgegenbringen, ist dieses Vertrauen in diese Vorlage. Frau Bürgermeisterin hat ja gerade schon darauf hingewiesen, dass es jetzt auch wichtig ist, diese Vorlage auch genauso, dieses Konzept auch genauso umzusetzen. Das muss dann auch innerhalb der Stadtverwaltung funktionieren, dass Zusagen, die jetzt eben zum Beispiel in der Erarbeitung dieses Konzeptes vom Umweltamt gemacht worden sind, dann eben von anderen Ämtern, wenn es um Bauanträge für Gartenlauben geht, die auf eine andere Stelle versetzt werden sollen etc. pp., dann nicht plötzlich den Bremsklotz reinwerfen. Da stehen wir alle miteinander im Wort und sollten hier an dieser Stelle das Vertrauen der Betroffenen auch keinesfalls missbrauchen. Da bin ich ganz zuversichtlich, wie ich auch zuversichtlich bin, dass wir heute hier uns auf den richtigen Weg machen und Kleingärtnern und Hochwasserschutz nicht mehr als Konkurrenz sehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vogeser. Als nächstes FDP-Fraktion. Bündnis 90 Grüne, Herr Dr. Deppe. Bitte sehr. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gartenfreunde und Freundinnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dresden ist eine Stadt am Fluss, an einem sehr schönen Fluss, der Elbe. Aber Flüsse haben die Eigenschaft, dass sie manchmal eben auch über ihre Ufer treten. Und in Zeiten des Klimawandels wird das wahrscheinlich noch häufiger der Fall sein. Und so haben wir das 2002 und dann schon 11 Jahre später, 2013, leidvoll in Dresden erlebt. Und besonders leidvoll haben das die Menschen in Laubegast und in Leuben erlebt und in vielen anderen Teilen der Stadt, nicht nur Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, viele Menschen waren betroffen. Und es hat sich dabei gezeigt, was es bedeutet, wenn ein Hochwasser weite Bereiche der Stadt überflutet. Und wenn man das erlebt hat, dann denke ich, ist sehr klar und sehr deutlich, dass es in solch einem Fall, wenn solche extremen Hochwässer auftreten, wichtig ist, dass das Wasser möglichst schnell und möglichst rasch abfließen kann. Und das wissenschaftliche Modell, was diesem Konzept, was wir heute als Vorlage haben, zugrunde liegt, zeigt, was das dort gerade in diesen Stadtteilen Laubegast, Leuben bedeutet. Wir haben dort den Altelbarm und da sucht sich das Wasser seinen Weg. Und wenn es nicht für alle, also eben auch die Menschen, die dort nicht nur Kleingärten haben, sondern die dort wohnen, wenn es nicht für alle dort ganz schlimm werden soll, dann muss eben dafür gesorgt werden, dass das Wasser rasch abfließen kann. Und da ist auch das Sächsische Wasserwirtschaftsgesetz ganz klar. Es sagt, Überschwemmungsgebiete sind für den schadlosen Abfluss freizuhalten. Punkt. Und mit dieser Festlegung war natürlich von vornherein klar, dass es eben dort zu Konflikten kommen wird, denn es gibt gerade in Leuben, Laubegast sehr viele schöne Kleingartenanlagen. Bevor ich dazu komme und zu der Art, wie diese Konflikte gelöst wurden, möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass dieses Konzept nicht nur sich um Kleingärten dreht, sondern dass eben das Hochwasserkonzept dort auch zahlreiche andere Maßnahmen vorsieht. Es gibt die veränderte Trassenführung des Niedersedlitzer Flutgrabens, der auch teilweise entdeicht werden soll. Es ist die Höherlegung der Salzburger Straße vorgesehen. Es geht um die Umgestaltung von Sportanlagen. Es geht um die Kiesseen und in Leuben. Und so gibt es also zahlreiche andere Dinge, die eben auch mit diesem Konzept erfasst werden. Aber klar, die Betroffenheit der Kleingärten ist das, was auch in dieser Vorlage dominiert. Und es wurde eben sehr schnell klar, nachdem wir eben diese Hochwasser erlebt haben, dass es nicht reichen würde, wenn man irgendwelche Umbauten vornimmt, sondern dass es tatsächlich so sein muss, dass eben in manchen Kleingärten Lauben weichen müssen, Lauben entfernt werden müssen, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Und jeder, der einen Garten besitzt, einen Garten sein eigen nennt, ihn hegt und pflegt, der weiß, was für schmerzhafte Prozesse und Entscheidungen damit verbunden sind. Nun hat man in einem sehr geduldigen Dialog, der ja auch schon von meinem Vorredner gelobt worden ist, in einem sehr geduldigen Dialog nach Wegen gesucht, wie man eben allem gerecht werden kann. Und da gab es eben dann schon mehrere Möglichkeiten. Man kann eine Parzelle erhalten als Grabeland, wenn also die Laube entfernt wird, aber die Bebauung weiterhin möglich ist. Es ist ein großzügiges Programm aufgesetzt worden, dem ja auch der Stadtrat hier zugestimmt worden ist, das Entschädigungszahlungen vorsieht, wenn Kleingärtnerinnen sich dazu entschließen mussten, ihr Land aufzugeben. Und es ist eben auch sehr genau überlegt worden, wie man durch Umzüge auf frei werdende Parzellen Abhilfe schaffen kann. Und nun hat es in diesen 5 Jahren zahllose Gespräche dazu gegeben und ich kann mich da nur auch Frau Frohwieser anschließen. Das ist ein toller Prozess gewesen, weil man sich wirklich sehr geduldig umeinander bemüht hat und weil man wirklich nach sehr kleinteiligen Lösungen gesucht hat. Und so ist es, können wir ja heute sagen, dass es mit den meisten Kleingartenvereinen jetzt gute Vereinbarungen gibt, die dieses Konzept in die Umsetzung bringen. Andere Gespräche sind noch auf dem Weg, aber auch dort ist eigentlich zu sehen, dass es zu einem guten Ende führen wird. Und von daher möchte ich auch nochmal wirklich dem Umweltamt danken, auch dem Grünflächenamt, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzählige Gespräche geführt haben und nach Lösungen gesucht haben und wirklich einen großen Teil ihrer Arbeitszeit aufgewendet haben. Ich möchte dem Stadtverband der Kleingärtner danken, der sich auch wirklich geduldig um Lösungen bemüht hat, und natürlich den einzelnen Vereinen, die eben nach einer anfänglichen Empörung sich wirklich auf diesen Prozess eingelassen haben, um zu guten Lösungen zu führen. Und ich denke, das, was wir dort erlebt haben, das war zum einen Transparenz, aber eben auch gelebte Demokratie. Und ich denke, wenn wir die Prozesse so angehen, wie wir das bei diesem Thema gemacht haben, dann können wir auch für andere schwierige Probleme in dieser Stadt gute Lösungen finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Deppe. Für die CDU-Fraktion Frau Annert. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kollegen, liebe Bürger, liebe Kleingärtner. Ich bin als Kind am Wochenende, fast jedes Wochenende, mit meinen Eltern nach Tschachwitz gefahren, am Lockwitzbach vorbeigelaufen und habe mich dann gewundert, warum die Lauben unmittelbar am Lockwitzbach hochgeständert sind. Also unten die Treppen, die nach oben gehen, sowas wie eine Hochparterre haben. Habe mir das erklären lassen und erinnere mich auch gut daran, dass ich einmal auf dem Weg zum Garten durch so ein Hochwasser durchgewatet bin, den Weg am Lockwitzbach, bis wir bei uns Gott sei Dank im Trocknen waren. Im Sommer 2018 hat mich mein Weg mehrfach den Lockwitzbach entlang in Kleingärten geführt. Frau Frohwieser hatte es vorhin angesprochen, weil eben die Kleingärtner sich an alle Fraktionen gewandt haben, weil sie mit viel Nachdruck darum geworben haben, dass wir eine Lösung dafür finden, Hochwasserschutz und Kleingärten im Altelbarm miteinander zu vereinbaren. Und bitte sehen Sie es mir nach, dass ich heute mit besonderer Freude und mich wirklich riesig für die Kleingärtner, für unsere Gartenenthusiasten freue, dass wir diesen Prozess beendet haben, den wir mit einem Antrag der CDU-Fraktion, den wir am 30.08.2018 hier eingereicht haben und der große Unterstützung, ich meine damals einstimmig, hier im Stadtrat erfahren hat, einen Antrag, der damals hieß, Umgang mit Kleingärten im Abflussbereich der Elbe, Fortschreibung des Förderprogramms einschließlich der Aktualisierung der Zielstellung. Und heute beenden wir diesen Prozess. Und es ist damals für uns klar gewesen, wir liefen, also das Förderprogramm lief aus, es ist für am 20. April sind alle wasserrechtlichen Genehmigungen ausgelaufen und wir standen da und haben darüber nachgedacht, wie kann es sein, dass wir jetzt aufgrund eines Abflussgebietes, was noch gar nicht abschließend definiert ist nach dem Hochwasser 2013 und nachdem wir noch gar nicht genau wissen, welche Auswirkungen wird die Höherlegung der Salzburger Straße auf das Abflussgebiet haben, jetzt schon Tatsachen schaffen. Es ist gelungen, in einem unglaublich schnellen Prozess, und auch ich stehe hier vorne und möchte mich all den vorher Sprechenden anschließen und ganz, ganz herzlich Danke sagen. Danke sagen an die Verwaltung, die uns eine Vorlage vorgelegt hat, bei der ich zumindest noch mit ganz, ganz vielen Fragen nach Gesprächen in Kleingartenanlagen den Umweltausschuss bombardiert habe, dort noch keine Antwort bekommen habe, weil der Prozess eben immer noch am Laufen war, weil unglaublich viele Gespräche geführt wurden. Auch ein herzliches Dankeschön an all die Vorstände, die das auf sich genommen haben. Und alle Rückmeldungen, die zumindest bei mir vorliegen, sind absolut positiv mit diesem Ergebnis. Und das ist genau das, wenn ich nochmal in unseren Antrag hineinschaue. Wir wollten diesen Beteiligungsprozess der Kleingärtner bei der Frage, wie gestalten wir in Zukunft diesen Altelbarm. Und das ist tatsächlich so umgesetzt worden, ganz konstruktiv, ganz bürgernah, ganz offen, wie wir uns das vielleicht noch nicht mal so haben vorstellen können mit ganz vielen Gesprächen. Und dafür möchte nicht nur ich für die CDU-Fraktion und sicher alle anderen haben das auch schon gemacht, Danke sagen, sondern ich habe ausdrücklich die Bitte mitgenommen der Kleingärtner, mit denen ich über die Jahre im Kontakt war, heute dieses Dankeschön an die Verwaltung weiterzugeben und natürlich den Wunsch, dass es in dieser Art und Weise weitergeht. Liebe Bürgermeister, ich denke, das war ein Paradebeispiel für Beteiligungsprozesse. Das darf gern in der Stadt Dresden Schule machen. Danke. Vielen Dank, Frau Annaps. Nächste Fraktion AfD. Sichtet die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen Stadträtinnen und Stadträte, liebe Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, die Sie hier möglicherweise noch im Saal sind und vor allen Dingen vielleicht zu Hause am Stream die Beratung heute verfolgen. Hochwässer waren schon häufig Thema hier im Stadtrat. Und sie begleiten halt Menschen schon immer durch die Geschichte. Menschen siedeln von jeher an Flüssen, da sie eine wichtige Lebensgrundlage sind. Und nicht zuletzt wurden und werden Gebiete durch Überflutungen fruchtbar. Typisch für eine kompakte Stadt wie Dresden ist, dass Flächen immer mehr für den Wohnungsbau oder eben auch Kleingartenanlagen genutzt werden, die wie im vorliegenden Fall natürliche Überflutungsgebiete sind. Im vorliegenden Fall eben auch zwischen Schieren und Tolkewitz im Altelbarm. Ich bin deshalb froh, dass das Thema der Vorlage, das Konzept Hochwasser angepasste Gestaltung heißt und nicht Schutz vor Hochwasser. Denn das heißt mit anderen Worten, die Frage zu beantworten, was können wir tun, um mit künftigen Hochwassersituationen besser umzugehen. Wo finden wir die gemeinsamen Kompromisslinien? Das Finden von gemeinsam akzeptierten Kompromisslinien erinnert mich sehr an die öffentliche Beteiligung in Laubegast zur Stromelbe. Sie hat, genau wie die Diskussion jetzt in der Vergangenheit schon und wird es in der Zukunft sicherlich immer auch wieder noch zeigen, nicht nur unterschiedliche Interessen deutlich gemacht, sondern auch große Sachkenntnis und Engagement unter den Bewohnerinnen. Die Aussprache mit den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern ist gemeinsam mit konkreten Gestaltungsvorschlägen ein Kern dieses Konzepts. Bis Ende Februar, und darauf wurde heute schon mehrfach hingewiesen, wurde bereits mit 12 Vereinen gesprochen. Die dort angesprochenen Bedenken sind noch nicht ganz ausgeräumt und müssen in konkreten Umsetzung des Konzeptes dann tatsächlich ausgeräumt werden. Da bin ich optimistisch. Der Prozess ist ja noch nicht zu Ende. Weitere Termine mit Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern stehen noch aus. Das hat Frau Bürgermeisterin Jenichen eben zugesichert, dass die auch noch fortgeführt werden. Ich möchte auch noch auf was anderes aufmerksam machen. Die Vorlage des Konzeptes hat sich deutlich verschoben. Denn geplant war schon der 26.03. Aber das zeigt eben auch, dass wir aufpassen müssen, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie nicht wichtige Prozesse aus dem Auge verlieren und trotzdem noch rechtzeitig auf den Weg bekommen. Und das wollen wir heute tun. Denn, auch das hat die Corona-Situation gezeigt, für viele Menschen ist der Kleingarten ein bedeutender Lebensbereich. Und noch etwas. Wichtig bei allen Gesprächen bleibt, dass der Einzelne, die einzelne Gartensparte den Blick für das Gesamte immer im Kopf hat. Dieses ist mit dem vorgelegten Konzept auch gut möglich. Und dennoch wird für manche die Aufgabe des geliebten Standortes die notwendige und vielleicht schmerzhafte Lösung sein. Die Prämisse der Verwaltung heißt hier, und dafür denke ich, kann man tatsächlich nochmal Danke für alle sagen, so viele Parzellen wie möglich zu erhalten. Das begrüßen wir auch als Linke sehr. Ich bin davon überzeugt, dass es zum Schluss eine für alle akzeptable Lösung geben wird. Es bleibt natürlich ein Kompromiss, der einerseits den Bereich des alten Elbarmes in seiner natürlichen Funktion als Abflussbereich der Elbe in Teilen wiederherstellt und andererseits die Nutzung für Freizeit und Erholung weiterhin möglich macht. Die notwendige Sicht auf die Gestaltung des gesamten Areals, auch davon war heute schon die Rede, ist im vorliegenden Konzept auch daran zu erkennen, dass die Gestaltung des Blauen Bandes, ein tolles Projekt unserer Stadt entlang des Geberbaches und des Kieses Leuben mit einbezogen sind. Zum Schluss, der Umgang mit Hochwasser ist und bleibt ein wichtiges Anliegen. Durch Maßnahmen wie die vorliegenden, die so naturnah wie möglich sind, können wir die Freude am Garten erhalten, können wir die Aufenthaltsqualität der Menschen, die am Fluss und dessen Abflussbereich leben, am besten in den Griff bekommen. Die Umsetzung des Konzeptes, auch davon war heute schon die Rede, erfordert noch viel Arbeit. Bringen wir es heute auf den Weg. Wir als Linke werden dem gern zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank. Die Fraktionsrunde ist damit abgeschlossen. Weitere Wortmeldungen sehe ich derzeit nicht. Damit können wir in das Abstimmungsverfahren eintreten und ich bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie der Vorlage, dem federführenden Ausschussbericht, Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 59 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung so bestätigt.